Servus Leute, mein Name ist Paul und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch drei Armübungen, die ich eigentlich jedes zweite Training mache, um diese Asthma zu bekommen. Hier geht natürlich zumindest zwei Aufwärmsätze, nachdem ich mich sowieso am Ende meines Oberkörpertrainings befinde, muss ich nicht mehr ganz so viel aufwärmen und ich würde sagen, los geht's. Zuerst mal Babygewichte. Ja, lassen wir zu kurz hin, dann ist das Intro. Wie ihr wisst, mache ich sehr viele Supersätze. Das heißt, das erste Übung, Trizepsstrecken im Liegen und Supersatz dann gleich schwere Hammercurls, ein bisschen Schwung vielleicht, aber ich will ja schwere Gewichte rocken. Let's go! Das war gut. Auf geht's, schwingen! Ich muss natürlich vorher mal nachschauen, welche Übungen ich habe, sonst vergesse ich's. Das war gut. Aber natürlich immer Handtuch mitnehmen, damit man kein A sieht. Ne? Ich mache bei Bizeps tatsächlich nur eine Übung, dafür meistens vier Sätze. Und Trizeps wären es dann meistens zwei mit jeweils drei Sätzen. Und das reicht für mich auch schon. Ich trainiere dreimal die Woche Arme, also im ganzen Oberkörper. Diese Woche sogar viermal. Wenn ich da jedes Mal mehr als zwei Uhr mache, kille ich mich komplett, das bringt überhaupt nichts. Her. Da ich bei Bizeps eher schwer, das heißt höchstens 10 Wiederholungen, wirklich alle höchstens, versuche sogar 8, wenn ich sogar runter. Und bei Trizeps kann schon mal höher sein, also auch mal 13, 14, je nachdem, wie leicht ich mir tue mit dem Gewicht. Mehr Statements brauchen wir. Und übrigens, das soll wieder kein Tutorial sein. Das heißt, so wie ich die Hammer Curls mache, hat es für mich die besten Erfolge gebracht. Ich habe immer versucht, schwer zu trainieren. Teilweise auch unsauber, aber es hat mir einfach was gebracht. Ich habe 48 Arme bekommen. Und solange es bei mir funktioniert, heißt es nicht, dass es bei euch auch funktioniert. Das müsst ihr für euch selber rausfinden, ob ihr auf schwere Wiederholungen reagiert oder auf leichte und mehr Wiederholungen. Wieso hast du eigentlich so auf dieses T-Shirt an? Das ist eigentlich einfach das Einzige, was ich habe, Leute. Ich trainiere immer in dem, ich wasche das gar nicht. Na Spaß, das hat mir ein Typ aus Amerika geschickt, der schon seit ersten Tag ein Follower von mir ist. Grüße gehen raus an Dawn, obwohl das wieder nicht sehen wird oder verstehen wird. Trotzdem danke für die Shirts, er hat mir sogar nochmal welche zugeschickt. Aber die sind leider beim Zoll gelandet, mal schauen, ob die noch irgendwann bei mir ankommen. Also ich bin ja persönlich ein Fan von Arnold, aber das heißt nicht, dass ich sein Training machen muss. Das Video von Johannes gibt es übrigens hier nochmal oben in der Infocard. Schaut euch an, so extrem finde ich natürlich nicht. Wie gesagt, bei mir sind es eher weniger Übungen, dafür öfter die Woche. Die nächste Übung ist jetzt am Kabel. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Übung heißt, aber ich nenne sie einfach mal Trizeps drücken Reverse Unilateral.
Vielleicht auch nicht an den Aufnahmen merkt, heute steht der andere hinter der Kamera und zwar Nico. Servus! Stimmt mal hier, wie das Video bis jetzt findet, ob er gute Edits macht oder eher nicht so. Das wäre meine letzte Übung ist und ich den Bauch auch nicht vernachlässigen möchte. Mache ich meistens Supersets mit irgendeiner Bauchübung. Wechsle eigentlich immer ab, mache immer verschiedene. Jetzt zeige ich euch mal. Nicht das Trainieren, sondern dauernd seine Gewichte einzutragen. Das ist echt nervig. Aber wenn man Erfolg haben will, muss man alles genau tracken, sich jedes Mal steigern. So baut man Muskeln auf. Natürlich kann man hier auch gleich den Bizeps mittrainieren, indem man schön hochhebt, mit schöner, großer Range of Motion. Ne? Spaß, ne? Werden die auch mal gepumpt oder? Nie, Leute. Wisst ihr, Trick der Beine. Dafür sind die Wagen ganz gut, ne? Solide. So. Zum Schluss hätte ich auch gerne nochmal nach, um das letzte rauszuholen. Reicht, glaube ich. Wisst ihr, was meine Mutter immer sagt? Dass sie Angst hat, dass ich bald eh wie ein Bodybuilder. Ich denke, dass ich meine Beine nicht mehr so zusammenbekomme, aber ich kann auch normal gehen, hoffentlich. Und Paul am Catwalk. Wir sind fertig, das war's jetzt mit meinem kleinen, aber feinen Arm-Workout. Wie gesagt, es waren nur 3 Übungen, dafür eben 3, sogar bis 4-mal die Woche manchmal. Und weniger ist oft mehr. Hört es euch auch. Abonniert mich auf YouTube, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, ist das erste Edit vom neuen Kameramann. Kommentiert wieder, was ihr als nächstes sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.